days without water along the sun-soaked road. Heute aufgestanden, weil ich mir gedacht habe, ich möchte unbedingt den Sonnenaufgang hier am Bondi Beach sehen. Und erstens, der erste Fail war, dass als ich aufgestanden bin, war es stockdunkel. Das heißt, man hat genau nichts gesehen und es war irgendwie ein bisschen weird, da so dunkel durch die Gegend zu laufen. Ich habe mir dann einen Kaffee geholt und dachte mir, ich gehe einfach so ein bisschen diesen Beachwalk entlang. Und heute ist leider komplett bewölkt, aber es hat sich trotzdem gelohnt, finde ich. Erstens ist hier am Bondi Beach irgendwie so eine andere Stimmung um 6 Uhr. Total viele sind wach, machen Sport. Das ist so crazy. Also wirklich, hier ist so viel los und ja, richtig nice. Ausgecheckt von meinem Hostel und wollte jetzt die Zeit nutzen, um ins Fitnessstudio zu gehen. Und zwar in dieses Speedo Fitnessstudio. Ich freue mich total. Ich war jetzt schon lange nicht mehr im Fitnessstudio. Und genau. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't. So, ich bin jetzt weg vom Fitnessstudio, bin jetzt auch schon in die Stadt gefahren und bin jetzt auf dem Weg zu meiner neuen Unterkunft. Und der Weg mit zwei Koffern ist so anstrengend. Es geht die ganze Zeit bergauf, bergunter. Aber in meinem Kopf höre ich gerade so richtig Motivationslieder, so Girlboss-Motivationslieder. Und ich bin so, ich mache das selber. Es dauert zwar alles 100-mal länger, aber I can do this. Und ich freue mich jetzt irgendwie total. Oh, sorry für den Angle, aber ich muss gerade zwei Koffer schieben. Ich zeig's euch mal. Hier geht's nämlich richtig. Oh mein Gott, mein Koffer. Auf jeden Fall, hier geht's richtig runter. Und ich freue mich jetzt so krass auf eine Unterkunft mit Privatzimmer. Oh mein Gott. Ich habe meine erste australische Spinne. Wollt ihr es sehen? Trigger Warning. Ah. Oh mein Gott. Seht ihr das? Oh mein Gott. Okay, ich übertreibe, aber oh mein Gott. Ich kann nicht mehr, die sind ja anders groß. Ah! Bisher habe ich keine einzige Spinne gesehen. Keine einzige. Sie gibt sie also doch. Ich dachte, das wäre ein Mythos. Oh, ich gehe jetzt ganz langsam da vorbei. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich in der Unterkunft bin, weil irgendwie kann ich so nicht reden, ohne dass mein Koffer die ganze Zeit weggeht. Ich bin angekommen in meinem neuen Hotel, beziehungsweise das ist eigentlich auch ein Hostel. Nur ist es so, dass man da Einzelzimmer hat, aber so Shared Küchen und Shared Badezimmer. Und ich fühle mich ein bisschen weird. Ich weiß nicht wieso, ich habe mich gerade so dran gewöhnt, im anderen Hostel zu sein. Und es waren gerade auch super liebe Girls da. Und jetzt bin ich wieder so, jetzt fühle ich mich ein bisschen weird. Aber ich bin auch irgendwie nicht so krass zentral, wie ich dachte. Irgendwie ist Sydney doch größer, als ich dachte. Ich dachte, ich bin total zentral, aber nein, ich laufe trotzdem so 30 Minuten irgendwo hin. Aber ich habe mir jetzt ein paar Spots rausgesucht. Ich möchte gerne den Botanischen Garten anschauen. Dann, ich versuche jetzt einfach, ich weiß nicht, irgendwie habe ich heute ein bisschen Angst vor der Nacht, weil ich kann nicht so gut alleine schlafen. Und ich glaube, das gibt mir irgendwie, oder hat mir immer Sicherheit gegeben, dass Leute da waren, auch wenn die laut waren.
Aber trotzdem war ich halt nicht alleine. Vielleicht nutze ich auch das Einzelzimmer so ein bisschen, um auch meinen Podcast aufzunehmen, weil jetzt im Hostel konnte ich das nicht, dass ich das einfach so ein bisschen nutze, die Zeit. Aber ja, ich brauche jetzt ganz kurz eine Pause, lade auch gerade mein Handy auf und dann geht's los und dann geht's weiter und dann werde ich ein bisschen Sydney anschauen, weil ich habe jetzt noch nicht wirklich viel von Sydney gesehen, weil ich ja immer am Bondi Beach war. Mein Gott, wow, how pretty! Jetzt da rein, glaube ich, in den botanischen Garten. Ich habe heute ein bisschen mehr Mitteilungsbedürfnis, deswegen hört ihr wahrscheinlich heute ein bisschen mehr von mir. Ich fühle mich heute einfach so ein bisschen, ja, heute fühle ich mich schon ein bisschen so, ich brauche jemanden zum Reden und das seid jetzt ihr. Auf jeden Fall, ich bin jetzt im Botanischen Garten, richtig schön, ich spaziere da jetzt einfach so ein bisschen durch und ich sag's euch Leute, hier sind schon wirklich ein paar Spinnennetze. Ich sag's nur, also wenn ich hier rauf schaue, hier ist zum Beispiel, hier hängt oben eins, aber ansonsten ist es wunderschön hier. Richtig krass und es beruhigt mich auch gerade voll, hier durchzuspazieren. Ich höre die ganze Zeit meine Comfort-Songs und gehe einfach hier durch. Alleine. Ja. Was man halt alles so macht. Was sind das für riesige Blätter? Schaut euch mal meine Hand daneben an. Oh mein Gott. Crazy. Ich werde jetzt Abendessen, so richtig Main Character-like. Ich bin da dreimal vorbeigegangen oder es war direkt am Hafen und habe geschaut, wie teuer eine Margarita ist. Die kostet einfach 16 Euro und ich war so, das kann ich jetzt nicht machen. Ich hatte aber richtig Hunger und irgendwie in der Nähe, ich habe auf Google Maps geschaut, gab es jetzt nichts Günstigeres mehr. Deswegen bin ich dann wirklich hin und habe da dann einfach gegessen und dachte mir so, wenn ich jetzt nichts zum Trinken dazu bestelle, ich habe nur Wasser getrunken, dann ist das auch voll okay Preis. Und ja, es war ein richtig schöner Tag heute. Ich habe total viel gesehen von Sydney. Ich bin einfach so ein bisschen durchgegangen. Ich finde, wenn man durch so eine Stadt durchgeht, dann sieht man eh immer am allermeisten. Jetzt gehe ich zurück und mache noch ein bisschen Work. Also Abend ist bei mir immer so richtig Work, Work, Work. Und zwar muss ich mein Video schneiden. Dann muss ich die Stories hochladen und schneiden. Und da muss ich noch jedem antworten und mit meiner Familie unterschreiben. Aber ja, es war ein erfolgreicher Tag und morgen wird es schön. Morgen soll es schön werden. Und darauf freue ich mich. Die Nacht war so gut. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich habe mich danach auch so wohl gefühlt in dem Zimmer. Ich glaube, ich habe auch mit Pauline geschrieben. Die meinte, ihr geht es auch immer gleich, wenn sie in einem neuen Hostel oder in einer neuen Unterkunft ist. Deswegen habe ich gestern Abend dann eigentlich nur noch, ich bin herumgelaufen, war alleine essen. Ich habe es eh gefilmt. Und dann habe ich am Abend noch Video geschnitten, telefoniert und dann bin ich schlafen gegangen. Es war richtig schön und jetzt habe ich mein Kleid angezogen, was ich neu gekauft habe und gehe zum Strand.
weil wie man sehen kann, das Wetter ist heute unfassbar schön. Und ich dachte mir, nutze ich das doch gleich und chill noch ein bisschen beim Strand. Morgen soll es nämlich nicht mehr so schön werden. Morgen habe ich dann so ein paar Programmpunkte noch in Sydney geplant, die ich gerne anschauen möchte. Aber heute genieße ich den Tag und chill einfach am Strand. Ich habe mir auch einen Eiskaffee geholt und laufe gerade so ein bisschen durch die Gegend herum. Ich mal die View an. Ich war jetzt noch die ganze Zeit am Bondi Beach. Das ist auch das letzte Mal, dass ich hier bin. Jetzt hole ich mir hier noch so eine Acai Bowl und dann fahre ich mit der Manly Ferry zu dem Manly Beach und so weiter. Das haben mir auch ein paar empfohlen. Das soll man auch einen richtig guten Blick auf das Opera House haben. Opera House, keine Ahnung. Ich fahre das sogar jetzt mit jemandem, den ich hier kennengelernt habe. Der möchte das heute auch noch machen. Deswegen trifft sich das auch eigentlich ganz gut. Und ja, aber jetzt hole ich mir jetzt erstmal so eine Acai Bowl. Mal gespannt. Pauline hat mir die nämlich auch empfohlen, die hier direkt ist. Und ja, deswegen dachte ich mir, mache ich das noch. Oh mein Gott, Leute, das sieht so gut aus. Ich freue mich jetzt so sehr darauf. Da ist irgendwie so ein Chia-Pudding mit dabei. Ich habe alle Toppings genommen. Es hat 15 Dollar gekostet. Das sind ungefähr 7 Euro, 6 Euro, nee, 8 Euro. So. Und genau. Gesprochen und die meinte, die sind nicht tödlich, das waren Fake News, aber die tun sehr weh anscheinend und deswegen gehe ich jetzt nicht ins Wasser. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich traue mich jetzt gar nicht ins Wasser rein. Oh mein Gott. Er meinte gerade, dass es gerade ganz viele hier solche Dinger gibt, dass man am liebsten raus ist halt vom Wasser. I feel the most when I'm alone. I think of you 'cause when you're gone. Oh mein Gott, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, aber hier sind einfach so fette Spinnen. Hier einfach, und wenn man mal so ein bisschen herumschaut, dann sieht man die auch echt überall. Hier auch, aber das hier ist crazy. I remember the feelings, they're hidden in the dark. I never left my feelings shown. Wir waren jetzt hier auf Manly, das war richtig schön. Das Wasser ist richtig schön hier. Man kann hier auch einen ganzen Tag verbringen. Und wir waren dann auf diesem Lockout-Punkt. Und da waren so viele Spinnen. Also es war ein bisschen viel für meine Spinnenphobie. Aber die hängen auch ganz so ein bisschen weiter oben. Aber es sind schon ein paar. Also so in der Stadt sieht man jetzt nicht so viele. Aber vor allem, wenn man irgendwo reingeht, wo es auch Bäume und so gibt, sind schon ein paar da. Meine Augenbrauen sind irgendwas heute. Anymore. We don't kiss the way we used to anymore.
Hause vergessen habe. Oh mein Gott, so ist besser. Und ich bin gestern schon hier entlang gegangen und da waren einfach überall Flughunde. Ich glaube, man sieht nichts. Aber die sind riesengroß, warte, ich zeige sie euch mal. Hier zum Beispiel, seht ihr, wie riesig die sind? Richtig krass. Und die sind einfach hier, fliegen die so krass herum. Seht ihr das und hört ihr das? Wie krass ist das? Crazy. Es ist jetzt 20 vor 1. Ich habe bis jetzt gearbeitet und ich habe den ganzen Tag nur mit dem Handy gefilmt, deswegen ich hoffe, die Qualität war halbwegs okay. Heute war auch wieder ein richtig schöner Tag. Ich war auf dem Manly Beach. Das ist so ein Strand, den man mit der Fähre erreichen kann. Man fährt da 20 Minuten. Richtig, richtig schön. Ich freue mich total, auch morgen möchte ich einfach so durch Sydney durchgehen. Das habe ich noch gar nicht so krass gemacht. Ich war immer bei dem Opera House, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und ja, das ist so mein Plan, dass ich morgen einfach mal so ein bisschen Sydney anschaue, durch ein paar Geschäfte gehe. Und ja, also es geht dann auch weiter. Ich habe euch noch gar nicht erzählt. Ich habe einfach die nächste Unterkunft gebucht und zwar in Byron Bay. Ich bin in einem 8-Bett-Zimmer gemischt. Jungs und Mädels. Und ich bin so gespannt, wie das werden wird. Aber es ist eine Erfahrung wert und wir werden es gemeinsam machen. Und ja, ich gehe jetzt schlafen. Ich melde mich morgen wieder und dann würde ich sagen, good night. Und see you in ein paar Stunden. Guten Morgen, wie ihr seht, ich habe heute wieder meine Mozart-Lockung gemacht. Jetzt fühle ich mich ein bisschen mehr wie ich selber. Ich möchte heute aber am Abend so einen richtigen Self-Care-Abend machen mit so Haarmaske und mit so allem drum und dran. Und ich muss auch ganz dringend meine ganzen Klamotten waschen. Es gibt Gott sei Dank hier auch so einen Waschraum, wo ich das alles machen kann. Aber heute ist mein letzter voller Tag in Sydney und es ist mega schönes Wetter draußen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall nochmal zum Strand gehen. Mein Nagellack verfärbt sich immer gelb, wenn ich Sonnencreme drauf mache. Ich hasse das. Ich wollte aber auch noch das ist so ein zooartiges Ding. Wildlife Zoo. Also das ist einfach so mit den ganzen Tieren von Australien, die da irgendwie artgerecht gehalten werden. So habe ich das bis jetzt verstanden. Das wollte ich eigentlich noch machen, ein paar Geschäfte anschauen, aber dann vielleicht echt noch ein bisschen zum Strand, eine Acai-Bowl essen. Vielleicht auch ins Gym nochmal. Ich habe meine Fitnesssachen an, ich habe nämlich richtig Lust auf Beintraining. Das letzte Mal habe ich Oberkörper trainiert, heute habe ich Lust auf Beintraining. Ich fühle mich heute so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie habe ich heute so ein bisschen so das Gefühl, ich vermisse alle zu Hause, weil ich heute das zweite Mal in Folge, glaube ich, erst um 8 Uhr oder 8.30 Uhr aufgestanden bin. Und da gehen die meisten dann schon schlafen, das heißt, ich habe die dann verpasst. Und gestern halt auch schon, weil ich irgendwie total viel Schlaf nachholen musste und voll lang gearbeitet habe noch. Und ja, jetzt ist es so, dass ich eigentlich mit niemandem schreiben kann. Jetzt startet mein Tag so richtig alleine. Und immer wenn ich halt früh aufgestanden bin, hatte ich noch den ganzen Morgen, wo ich schreiben konnte. Das ist schon ein bisschen doof, aber naja, ich gehe jetzt auf jeden Fall gleich mal los und nehme euch wieder mit dem Handy mit. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil ich habe ein bisschen Angst um die Kamera. Wenn ich die irgendwie mitnehme. Ich habe auch die GoPro mit, Handy. Ich schaue einfach, dass ich trotzdem hochauflösende Qualität für euch irgendwie machen kann. Ja, aber ich würde sagen, let's go. Mein Zimmer sieht aus wie Chaos. Das muss ich so krass noch aufräumen. Aber das habe ich explizit jetzt nicht schön versucht zu halten, weil ich eben noch total viel waschen muss. Ja. Ich habe mich jetzt in einen Park gesetzt, habe mir Eis und Kaffee geholt. Und genieße gerade so ein bisschen die Aussicht. Die Aussicht ist richtig schön, zeige ich euch gleich. Ich sage euch mal so ein bisschen, was ich mache, wenn ich mich einsam fühle oder wenn ich so ein bisschen mit meinen Gedanken nicht so klarkomme. Gerade letztes Jahr hatte ich ja dann super viele Probleme so mit meinen Gedanken. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, wie ich mir selber helfen kann, wenn ich sowas habe oder wenn ich gerade in so eine Overthinking-Spirale reinkomme. Und das habe ich irgendwie hier eh ziemlich wenig, aber ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, mit meinen Gedanken alleine zu sein. Und hier bin ich halt komplett alleine mit meinen Gedanken, weil jeder schon schläft. Jeder ist ja nicht wach, wenn ich aufwache. Und das ist für mich halt aktuell so ein bisschen das Schwierige. Ich mache das dann so, dass ich immer den Raum verlasse. Und das war jetzt gerade eben das Hostel oder das Hotelzimmer. Und dass ich dann einfach losgehe, mir Kopfhörer reinmache, meine Lieblingsplaylist anmache, mir einen Iced Coffee hole, mich irgendwo hinsetze und entweder meine Gedanken aufschreibe oder einfach so die Emotionen zulasse, weil es ist wichtig, dass man jede Emotion fühlt
und dass man die nicht verdrängt, das habe ich irgendwie auch gelernt. Und deswegen, ich lasse mich einfach darauf ein, auch wenn es manchmal nicht so schön ist oder auch wenn manchmal vielleicht so ein paar negative Emotionen hochkommen, aber ja, das gehört irgendwie auch dazu. Und ansonsten sitze ich jetzt noch ein bisschen hier, genieße es, schreibe Spam jeden zu, der mir geschrieben hat, und dann geht's weiter. Der heutige Tag ist richtig easy, locker und mal schauen, was so noch auf mich zukommt, aber ich genieße gerade das schöne Wetter. Richtig schön. Und das ist die Aussicht, richtig schön, und der Park. Ist wirklich traumhaft schön. Sydney ist irgendwie eine Mischung aus New York und irgendwas Tropisches, weil hier überall Palmen sind. Aber es sieht hier so krass irgendwie so aus nach New York. Das ist so crazy. Oh mein Gott, so pretty. Ich liebe es hier wirklich, so schön. Planwechsel. Ich war jetzt doch nicht in dem Wildlife Zoo, das war mir jetzt irgendwie zu teuer, und heute ist so schönes Wetter, dass ich irgendwie den Tag noch ein bisschen draußen verbringen wollte. Ich habe mich jetzt in den Hyde Park gesetzt, ich glaube so heißt der, kann sein, dass ich gerade voll Blödsinn erzähle, habe mir Sushi geholt, habe gerade auch noch einen Green Smoothie getrunken und jetzt chill ich hier und ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht nochmal zum Bondi Beach fahre, ist von hier ungefähr eine halbe Stunde, dann da nochmal ins Gym gehe. Und dass ich das einfach so mache. Ich war heute den ganzen Tag eigentlich unterwegs hier in der Stadt. Und jetzt habe ich aber irgendwie auch genug von der Stadt. Also ich möchte jetzt irgendwo hin, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und genau, vielleicht ist das. Was wirklich ein richtig nices Gefühl ist, ist, dass ich mich langsam auskenne und gar kein Google Maps mehr brauche für so Strecken oder für so Busverbindungen und so, das ist echt richtig gut. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich ins Gym gehe. Ja. Ich freue mich aber jetzt total, wieder hier zu sein. Irgendwie fühle ich mich hier am allerwohlsten. Ich war gerade im Gym, es war richtig toll. Ich schaue ein bisschen durch den Wind aus, weil ich meine Nägel gerade lackiert habe. Wie pretty ist der Nagellack? Und ich meine Haare nicht richten kann, deswegen muss ich jetzt so herumlaufen. Ich gehe jetzt zum Strand. Ich habe mir gerade eine Acai-Bowl gegönnt. So nice, Leute. So nice. So heißt übrigens das Hotel, in dem ich bin. Und ja, man braucht so einen Zahlencode. Das ist der Laundry Room. Okay, voll gut. Hier ist Waschmittel und so. Aber ich glaube, man braucht hier Coins. Ah, das ist ein Problem. Ich habe keine Coins. Oh Mann. Aber das ist die View, ist doch mega. Hier kann ich mich sogar hinsetzen. Muss ich mal schauen, wo ich da so Coins herbekomme. Richtig nervig, oh mein Gott. Ja, aber ich muss es unbedingt waschen. Ich muss jetzt noch zur ATM gehen. Das dauert jetzt 7 Minuten. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust, aber ich
genieße gerade hier die Aussicht. Schaut euch mal an, wie schön. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen sad, dass ich morgen Sydney verlassen muss wieder. Ich freue mich auf das nächste, aber es ist irgendwie immer so, das Gewohnte gibt einem halt Sicherheit. Ich weiß jetzt hier meine Lieblingsspots. Ich weiß genau, wie ich mich hier fühle. Und jetzt wieder komplett Sydney zu verlassen und zu einem neuen Spot zu gehen, mit neuen Menschen, das macht mir schon ein bisschen Angst. Aber ich kenne das jetzt mittlerweile. Das ist ganz normal. Ich versuche einfach alles anzunehmen, wie es kommt. Und ich weiß, dass da einfach nur so die Unsicherheit aus mir spricht. Ich würde sagen, ich genieße das jetzt hier noch ein bisschen. Und dann gehe ich los zum ATM. Ich bin jetzt losgegangen und habe die Coins geholt. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, weil es doch jetzt spät war und dunkel ist und ich ein bisschen Angst habe im Dunkeln. Und jetzt räume ich meine ganzen Laundry-Sachen zusammen und wasche die. Und dann habe ich das auch. Yippee! Stellt euch mal vor, da sitzt jetzt eine Spinne drin oder so. Kann ich weiß und bunt mischen? Das ist eigentlich eine doofe Idee, oder? Auf dem Geld sind einfach Kängurus drauf, Leute. Wie toll ist das denn? Das ist jetzt $1. Und wie viel brauche ich? Ah, da. Geht's mal runter. Ich habe gerade die Wäsche abgeholt und es ist alles gut gelaufen. Nichts hat sich verfärbt. Ich packe jetzt noch fertig den Koffer ein, dann gehe ich duschen, dann gehe ich schlafen. Ja, aber der Koffer wird jetzt noch schnell eingepackt. Ich bin gerade so happy, dass die Wäsche fertig ist. Nice. Days without water.